Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Teil. Aber nicht dem letzten Teil dieses Let's Plays. Ja, Montarigioni wird angegriffen. Und wir müssen hier raus. Oh je. Achso, ja. Oh, was ist denn das? Ach ja, ich habe ja noch meine Pistole. Wir werden hier ziemlich hart angegriffen. Signor Auditore, Gott sei Dank. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bürger geflohen sind. Ladet die Kanonen. Zielt auf die Kanonen, Signore! Gott, ist diese Steuerung sperrig. Ging das gleich nochmal? Scheiße, wie hat man nochmal gefeuert? Ah. Ihr müsst auf die schießen, Signore. Ja, ich arbeite dran. Hättet ihr mir mal eine Kanone gegeben, die man leichter drehen kann, dann wäre das wahrscheinlich gar kein Problem. Mit dem Turm da. Er ist tot, Signore! Ladet weiter die Kanone. Wir haben ja jetzt aber viele Kanonen innerhalb kürzester Zeit unbemerkt in Stellung bringen können, will ich mal an der Stelle erwähnt haben. Einige Bürger konnten noch nicht fliehen. Macht weiter! Die Villa wurde zerstört. Das ist ja interessant. Die sind ja noch nicht mal bis zur Villa gekommen. Diese Kanonensteuerung, die ist extrem sperrig, liebe Freunde. Also die dreht sich. Echt lahm. Na gut. Signor Auditore, Gott sei Dank. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bürger geflohen sind. Vernichtet ihre Kanonen, Signore! Ja, das war schon ein besserer Treffer als vorhin. Mein Herr Jesus, boah, das Ding dreht sich ja wie... Ahnung. Ja, auf die schießen? Genau. Wir können diesem Angriff nicht mehr lange standhalten. Fast die Hälfte der Bürger ist schon raus. Naja, ich solle die Kanonen zerstören. Machen wir das mal. Weiter die Kanone.
Gott, wenn sich das Ding nicht so lahm bewegen würde, ey. Vor allem, ich kann da gerade echt nichts machen. Es tut mir leid, Leute, aber irgendwie... Komm, die letzten Bürger müssen jetzt auch noch raus. Einige Bürger konnten noch nicht fliehen. Macht weiter! Ach, scheiße. Okay, ich muss mir irgendwas mit dieser Kanone einfallen lassen. Eigentlich ist dieser Anfang hier gar nicht mal so schwer. Aber wenn natürlich diese Kanone sich so scheiße lahm bewegt... Schau mal, ob man das noch irgendwie, ob man die vielleicht irgendwie mit den Pfeiltasten noch bewegen kann, aber mit der Maus... Wir müssen sie aufhalten, bis sie... Zielt auf die Kanonen, Signore! Ah ja, man kann es mit den Dingstasten noch drehen. Ja, dann ist es ja gleich mal... Dann ist es ja gleich mal noch einfacher. So, warum ich jetzt für drei Kanonen drei Schuss brauche, das erzählt mir jetzt mal jemand, aber gut. Wieder. Ja, was meinst du, was ich hier mache? Ja, normalerweise trifft man doch mit einem Schuss gleich mehrere. Ja, mal sowas passiert. Okay, also auf die Kanonen, die da links stehen, schieße ich nicht mehr. Ich kann eh immer nur eine Riege Kanonen zerstören. Und, fuck, Alter. Ich komme am Anfang des Spiels schon so ins Straucheln. Signor Auditore, Gott sei Dank. Wir müssen sie aufhalten, bis... Zielt auf die Kanonen, Signore! Ja, ja, jetzt ziele ich aber sowas von. So, bam. Ja, jetzt läuft das Ganze doch schon besser. Ja, was meinst du, was ich hier mache? Mich an den Eiern kratzen oder was? Ach, jetzt geht das wieder los, ey. Fast die Hälfte der Bürger ist schon raus. Bitte rettet uns, Signore. Ich arbeite daran. Ja, mei. Man kann nicht alle retten. Kommt schon.
Als ob es nur 500 Leute in der Stadt gibt. Fast alle Einwohner sind außerhalb der Mauer. Oh Gott sei Dank, ich hab's endlich geschafft. Naja, das können wir ja bereits. Hihihi. Also Gegner abwehren, darin sind wir gut. Das mit der Pistole ist aber so geil, der Finisher. Ich weiß gar nicht, ob es ihn in Assassin's Creed 2 auch schon gab. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist die Kamera wieder so eingeschränkt? Oh, scheiße. Ein Rohling. So. Boah, jetzt. Nice. Sie brechen durch das Tor. Ich weiß, ihr seid da, Ezio. Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft. Und davon. Gebt mir die Büchse von seinem Freund. Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht. So nehmt dies als Einladung von meiner Familie an eure. Naja, die Hakenbüchsen sind eingekehrt. Basta, ich kann gehen. Vorsicht, da kommen sie. Zieht euch alle in die Villa zurück. So kann ich nicht kämpfen. Steht mir bei. Packt ihn. So, mehrere? Ha, habt ihr nicht mehr zu bieten? Ja.
Sorry, Jungs. War so nicht gemeint. Okay, wir sollen uns tatsächlich zurückziehen. So, du, nur weil du eine Feder hast, meinst du, du bist stark, hä? Okay, jetzt aber nichts wie weg hier, würde ich sagen. Ich werde sie aufhalten. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. Bin überrascht, dass es ihn gibt. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Schnell, Ezio! Wo ist Mutter? Ist sie wohlauf? Mutter spricht? Grazie a Dio. Wir konnten nicht ohne dich gehen. Der Weg wird sehr gefährlich. Beschütze Mutter. Na toll, jetzt haben wir unsere tolle Rüstung verloren. Wo ist Mario? Ich dachte, er würde auf uns warten. Das Borgia-Fußvolk umzingelt die Stadt! Mario ist tot. Ihr müsst von hier verschwinden. Bring Mutter nach Firenze. Bringt mir ein Pferd. Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma. Geh, mein Sohn. Vernichte sie. Doch vergiss nicht, für wen wir Assassinen kämpfen. Der ist auch geil. So angeschossen hier so durch die Gegend reiten. Checkpoint erreicht. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 1 beendet. Erfolg 1, Kriegsverletzung. Lucy, ich finde einfach keine Position für Ezio's ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond. Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Ah, richtig. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich diese Real-Time-Sequenzen... Um den Tempel zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als sie ihn berührte. Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen. Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Vielleicht. Exakt vielleicht? Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur zu viel gegessen. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte. Dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist.
Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das, oder Rebecca hat's einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nenne doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Du meinst Satellitenüberwachung? Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden sie nicht. Komm mit mir. Ich wollte an dieser Stelle mal erwähnen, dass es Monteriggioni ja wirklich gibt. Das ist auch eine kleine Stadt in Italien und sie sieht echt fast genauso aus. Nur ich glaube ohne Mauern. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Also Stadtmauern gab es da glaube ich nicht, aber... Ein Balken blockiert es von innen. Hier kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, Sean. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube, ich hab was. Ich muss echt mal gerade die Mausempfindlichkeit etwas höher stellen. Ich hoffe, das kann ich hier. Vibration an, ja, okay. Ja, gut, das ist die Tastenbelegung, die passt meinetwegen. Ach, bei unter allgemein kann man die Soundoptionen anpassen. Das ist auch interessant. Gut, dass ich das nicht vorher wusste. Dann ist vielleicht die Maus Dings unter Grafik? Nein, auch nicht. Ah, da. Die machen wir jetzt mal ganz hoch, weil also mit der Empfindlichkeit bin ich ja mal gar nicht einverstanden. Ja, ist schon besser. Ist mir sonst einfach zu träge. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja, so ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Ach, warum geht das nicht an? Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten. Du bist mehr der um sechs ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay. Okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Was war das? Ich kann nicht sehen. Lauf! Verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen! Correte! Los! Da liegen noch so Knochen. Hier lang. Was? Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff. Ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Super, es klemmt. Ich pass durch. Bereit. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Es gibt immer einen Weg. Von hier aus komme ich in den Korridor unter mir. Pass auf die Ratten auf. Wo?
Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Desmond? Mehr Geister. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Ezio! Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auch? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Ich dachte, geht und nicht, gibt's nicht. Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Wie praktisch, wieder ein Aufzug. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Stets zu Diensten. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wirst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitert. Im Ernst? Nein. Es kommt davon, wenn man nur rumliegt. Wird man fett. Bereit. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst. Ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? Gott sei Dank war das nicht gleich eine Grube des Todes, in die wir gefallen sind. Oh, ah ne, wir müssen runter. Okidoki. Let's go. Oh, ein schweres Stahltor, ja. Das wird 1000 pro 500 Jahre später noch funktionieren. Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Da, ein Hebel! Hier geht was auf. Aber nicht das, das Tor. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Tja, jedem das, was er verdient, ne? Ah, da kommen wir raus. Sehr gut, Lucy. Komm hier rüber. Oh Mann, ist das kalt. Nicht jammern. Du hast leicht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Tja. Puh, ich stink. Du übertreibst. Es gibt wohl Schlimmeres. Denk dran, das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Bereit? Okay, lass los. Warum wirst du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Charmant.
Ja, ne? Ich hab dich. Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Ja, finde ich auch cool gemacht, dass man das quasi so jetzt aus der anderen Perspektive erlebt. Ja, das Spiel ist einfach cool gemacht. Als ich das letzte Mal gespielt habe, ist schon ein bisschen her. Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Ja, liebe Freunde, das war Part 2. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Bis dahin, ciao, macht's gut, Freunde.